Es ist warm heute früh. Drei Grad. Hier hat es auch 3 Grad. Schön, ne? Was ist? Hä? Ah ja, das macht doch nichts. Hundescheiße oder was? Hä? Gut, oder? Die Junge, die haben mein Tempo vorgekriegt. Ja, genau, das ist das. Hat was, ist fast schöner wie Big Buddha. Weil Big Buddha ist ja erst entstanden vor die letzten 20 Jahre. Das ist ja schon ewig alt. Schön. Also das ist das Original von Myanmar, schau. Was sie da nachgebildet haben und die, vom Glauben her ist da ein Knochen vom Buddha drin. Na, im Original. Ja, und hier ist... The Myanmar people who living in Phuket, they make a what they call, they make a foundation, and then they build this one. And every big Buddha the Myanmar come here. Burmese. Our staff come here too. Okay. Also wenn ein großer Buddha-Tag ist, dann kommen die ganzen Leute aus Myanmar hierher, und weil das ist von Myanmar gesponsert worden, also da haben die gesammelt, um das zu bauen. Na? And the name is? Khathat in Kwen. Khathat in Kwen. Khathat in Kwen. Khathat in Kwen. Hier steht, es wurde 2014 gebaut. On Full Moon Day, Wednesday, 23. März 2016. Myanmar 1377. Ja, die sind in einem anderen Jahr. Buddhistische Jahr 2559. Myanmar hat das Jahr da gehabt 1377. Wusste ich gar nicht, dass sie andere Zeitrechnung haben. 1307, was auch immer, kann man nicht genau lesen, 76 oder 77. Und fertiggestellt wurde es 2016, also so alt ist es gar noch nicht, dieser Schrein, und ist von den Burmesen spendiert worden. Und da unten ist der Hafen, schau, das ist der Hafen von Phuket Town, ne? Ratsatap hier.
Rasset habe hier. But it looks nice from here. Actually. Aber ist so schön hier, ne? Also kann man machen. Sunrise, huh? Good. They need to prepare a little bit. Sag mal, Thomas, gibt es hier so Unterwassermücken, wenn wir immer im Wasser sind? Das sticht immer meine. Sandflöhe. Sandflöhe sind da. Ach, draußen im Wasser? Im Wasser. Ja, das ist, sind so. Piekst immer so. Ja, das ist. Manche sagen, das ist die Blüte von den Feuerkorallen und da gibt es verschiedene Aussagen, was es genau ist. Aber das tut nicht, das macht nichts weiter. Ne? Ja, es tut noch was. Ja, aber ist doch gleich weggegangen, oder? Oh, ganz schön, ha? Huh? He get from the water. Sting. Warte, ich krieg da nichts davon, das ist bei mir immer gleich weg. Ich habe auch ein paar, aber das ist jetzt nicht so wie bei. Oder Sandflöhe vielleicht. Nimm das Porträt. Nee, weg. Na, da haben wir doch im Big Buddha auch gesehen. Was wollen wir mehr? Ne? Was ist denn jetzt? Wer ruft mich denn jetzt? Und das ist ein Zeichen. Da ist doch beim Regenbogen ist doch der Goldschatz, oder? Das ist ja nicht wirklich ein Bogen, das ist mehr ein Pfeil. Ja, wenn das. Ja, auch überlegt sein, wo man hinmacht dann. Wenn man es warm mag, ist Thailand schon mal nicht verkehrt. Aber es ist natürlich so. Ja, Mexiko. Das hier das Klima deutlich besser. Ja, und was halt hier ist, es gibt relativ wenig Kriminalität, ne? Also so ja, Gewaltkriminalität. Ja, das ist das, ne? In ganz Südamerika. Ja, ja. Auch für Frauen kein Problem, ne? Das ist ja leider in Deutschland nicht mehr die Liane, schau. Nee, in Deutschland kannst du ja nicht mal mehr in den Stadtpark gehen, wenn es dunkel wird. Ist ja traurig. Das ist schon tagsüber schwierig. Aber in der Dämmerung. Darum haben natürlich viele auch immer, weißt du, wenn es aus Deutschland kommt, bei mir die kleine Gasse. Ne? Ja. Wenn man zu mir hintergeht, haben die Leute, denken sie, oh, ist dunkel, da gehen wir nicht rein. Aber hier passiert ja nichts. Gut. Es passiert auch manchmal was, ne? Von wo sind wir denn gekommen überhaupt? Von hier? Waren wir schon da hinten? Dann können wir ja mal hinschauen. Wir haben doch Zeit. Wir haben ja jetzt keinen Stress. Den Sonnenaufgang haben wir. Schau mal, ist doch schön hier. Wir werden mal Fotos machen. Ist das wirklich eine Linie? Ja. Naja, aber ob die hält wie bei Tarzan, das wage ich zu bezweifeln. Ist das ein Elektromast? Ja. Ja, wundert mich aber, dass die Kinder dann gesagt haben, wir gehen in der Früh zum. Ha? Ja gut, da kann man schon mal früh aufstehen. Ne? Das ist ja die einzigste Tour, die wir so früh machen. Na, da schmeckt das Frühstück besser, wenn man so am Berg hochgelaufen ist. Ne? Was kommt denn jetzt da? Irgendwelche Viecher sind immer an meiner Wade. Ja, die haben am Meer was erwischt. Ja. Schön. Das sind auch Gräber, schau, das sind alles Gräber hier. Ja, ja. Schau, der Elefant, da schön, ne? Ja, der Elefant. Das ist schon toll, also das ist schon nicht schlecht hier. Schau, wir sind da für Lärm in der Früh. Da ist Party. Also, wir sind jetzt am Abfahren.
Nachgang von unserem schönen Tempel hier, den wir gerade besucht haben. War wirklich schön, super Ausblick da oben. Und unten im Dorf scheint Lärm zu sein. Keine Ahnung, Disco am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Vorsicht, dass man den Hundescheiße tretet. Da ist überall Hundescheiße. Nee, die tun Essen abholen und ausliefern. Ah, das wird besser. Ja, ja. And the egg, darling, you get the egg. So, ist doch mal was anderes, oder? Ja? Was willst du denn noch? Taro, das ist Süßkartoffel. Süßkartoffel. Ja, probier doch. Okay. Das ist mit Krabbe inside. Willst du es mal probieren? Okay. Nein, no. Taro. Und an hier allein? Es ist Pork. Pork? Fried pork. Yes. Okay. Okay. What about the buns? Okay. Thank you very much. Good. Thank you. Ja, und dann können wir ja noch nachholen. Ne? Interessant, oder? Aber hier ist was los. Das Essen kann nicht schlecht sein. Ne? Ja, ja, das. Ja, ihr seid alle fotogen. Doch, jeder ist fotogen. Man darf sich nur nichts Schlechtes einreden, immer positiv. Aber unseren Sonnenaufgang haben wir gehabt, von dem her ist alles gut. Nieder hat eine Spende gemacht, kriegt man sogar einen Beleg. You donate for... Oh, for this, ja. Da. Die Amulette hier kann man kaufen. Ne? Das ist also immer tempelbezogen. Jeder Tempel hat auch so seine eigenen. Ja, ja. Also wenn ihr was wollt, müsst ihr sagen. Also wenn ihr da andenken wollt. Darling, can buy, right? Can. Wollt ihr was? Das sind schöne Kleider, wenn einem so, ne? Hm? Shoppingrausch. Ja, ja, naja. Was kostet das? Hm. Ja. 3XL. Na schön, das ist eigentlich schön. Schönes Hemd, das wäre was für dich. Schönes Andenken. Was kostet das? Ha? 3,99. And leg, same? This no size price, Mr. Different size, different price. Different size and medium, how much? Medium 350. Yes. So medium 350, large like 370, 2 HD 3,19. Also die großen sind 3,99.
Ja. Hm? Teuer. Naja, es sind 12 Euro. Für XX. Nein, meine Frau wollte es kleiner. Die anderen sind 10 Euro. Ja. Steak. Lecker schmeckst du. Ja? Ja? Schön, aber ist ein schönes Tier. Ha? Aber die Leine geht doch bis raus und die Latten. Ja, ja. Das Arme, das Kleid, das glaubt es ja wahrscheinlich nicht. Ah, da ist noch mal eine kleine, schau. Pampers. Ziegen mit Pampers, habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Die lacht wenigstens, siehst du es? At least she's smiling. Auch ein schöner. Ja, die sind auch, da kriegst du in Deutschland das Geld dafür wieder. Ja? Ja. Die sind schon in der Kategorie, wo es Geld gibt. Was kostet sowas? Das ist Sachen so mit 30. Hm. Je nach Zustand, 20-30. 280er SE, ja, so einen habe ich ja mal gehabt. Aber mit dem Doppelscheinwerfer, ne? Vielleicht. Nee, aber meine hatte die Doppelscheinwerfer damals. Also schöne Stoßstange, ne? Noch massiv. So war das früher hier alles in Pucketown und so langsam ist es am Aussterben. Ne? Leider. Vielleicht haben die ja sogar für diese Fingerhüte fürs Nähen. Da hat doch letztes Mal einer gefragt. Der hat es doch gesucht. Hm. Oh ja. Vor. Okay. Tarai. Reinung. Stanley. Mhm. Mhm. Ich nehme mal den da. I take zip bat. Also, ich kann mich noch erinnern, ich war mal mit jemandem hier, der suchte sowas. Jetzt wissen wir, wo es das gibt, Fingerhüte. Stanley ist mein Mie, ne? Anni. No. Mechai, only verlang. Okay, das ist also ein schöner alter Laden noch. Wenn ihr mal hier seid, hier gibt es Fingerhüte. Ja. Da gibt es getrocknete Mangos. Hier, wenn ihr getrocknete Mangos wollt. Ja, zum Mitnehmen sind die halt nicht schlecht, da die getrockneten. Ne? 100 Watt so eine Tüte da. Gibt es da irgendwo die Durian auch? Du? Mal zum Riegel von der Weite? Ja, am Markt gibt es doch überall, wo es Obst gibt, Durian. Kamala auch? Im Kamala Durian gibt es überall. Ich glaube, jetzt in Kamala gibt es sogar. Ist das die mit den Stacheln? Ja, genau. Die Chinesen essen das gern, ne, Durian. Meins ist es nicht. Aber wenn du drinnen guckst, wir haben 8 Pools, ne, davon sind einer ist gesperrt, gerade wegen Sanierung. Und wenn in jedem der 7 Pools 5 Leute sind, das ist viel. Naja, das ist doch schön. Ja. Ich sag, gestern war der Mikro waren, einen für sich alleine, der Eiko war einen für sich alleine. Damit sie sich streiten. Hier sein eigenes
Schatten stehen bleiben. Au! Oh. Die Welt viel Sand weggenommen. Normalerweise ist es auch ebenerdig. Wie in, wo wir das letzte Mal waren. Ne? Aber irgendwann ist es natürlich wieder da, sagt er. Weil sonst kommst du da schön runter, das ist ja jetzt anstrengend. Janui Beach. Ja, ja, the people always build, never stop. No? Mm-hmm. Ja, ja, but soon there is no more trees. Same everywhere, yeah. No, but we don't learn. First problem in Europe, in America. Yeah, but not learn here. Now in Thailand. Yeah. Das macht er alles selber, das Handarbeit, ne? Handmade, ja. Also das ist auch ein schönes Andenken, wenn einem sowas gefällt. Abonniert unseren YouTube-Kanal, danke! Super! Give me five! Yeah!